Hey ho, meine Lieben, zu einem neuen Video. Genau. Und was machen wir heute? Wir machen heute einen Ami-Jahrmarkt-Spaß nach, so könnte man das sagen? Ja. Ja, und zwar Corn Dogs. Mhm. Würstchen, Hotdog-Würstchen im Teigmantel und als Beigabe mache ich noch ein Fried Twinkie. Mhm. Genau. Ja, und da wir immer noch keine Fritteuse haben, was aber auf dem Plan steht, machen wir das heute in einer Version, wie es wirklich jeder nachmachen kann, der Thermometer hat. Genau. Ab in die kleine, aber feine Küche. Dann wären wir schon bei der Zutatenübersicht für die Corn Dog Teigmischung. Wir haben 100 Gramm Weizenmehl. Was haben wir da für eins? Einfach das 405er. Nachher brauchen wir noch ein bisschen was auf dem Teller, aber das seht ihr dann noch. 100 Gramm Maismehl, dann haben wir 200 Milliliter Milch, 2 Eier, 50 Milliliter Öl und dann sind hier drin exakt 1 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, kann man das sehen, jawohl. Was habe ich hier noch drin? In meinem Rezept steht Cheyennepfeffer. Wir haben hier jetzt scharfes Paprikapulver genommen. Also im Prinzip fast dasselbe. Einfach, dass ein bisschen ja, mehr Bums da reinkommt. Auch knapp einen Teelöffel. Und hier abgewogen eine halbe Packung Backpulver. Ja, und das Ganze mischen wir jetzt einfach frisch, frei, frech, fröhlich zusammen. Knallhart und schmerzlos kippen wir das alles ineinander. Aber ich habe mir gedacht, das sieht halt auch mal schön aus, wenn wir es mal so machen. Wir hätten das auch gleich alles dann reinpfeffern können. Also rein theoretisch sollte mit dieser Mischung der perfekte Teig herauskommen. Naja, sieht schon mal ja nicht ganz so schlecht aus. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen gehen und in der Zwischenzeit werden wir mal ganz genüsslich am Herd schon mal das Öl anheizen. Ja, was brauchen wir hier nachher noch? Genau, wir haben hier jetzt die so delikate Bockwürstchen, da kann man jetzt wieder rumheulen, dass man sowas nicht nimmt, genommen, aber die reichen. Allein schon, weil das heute ja, der erste Versuch ist. Irgendwo müssten die Pieks herumliegen. Wo hast du mir die versteckt? Ach, die stehen ja genau hier nebendran. Dann Schaschlikspieße. Dann brauchen wir nachher noch ein Tellerchen mit Mehl. Und ich glaube, ich mache die Suppe noch ein klein bisschen dicker. Dann nehme ich jetzt bloß einen halben Löffel Maismehl noch. Dass es ein klein bisschen dicker wird, dann darf der jetzt eben wie gesagt noch gehen und wir gehen jetzt, bevor ich mich jetzt verplapper, her drüber. So, Freunde, wir verwenden hier jetzt Sonnenblumenöl. Das Sonnenblumenöl wird hinterher, lassen wir dann, wenn es abgekühlt ist, werden wir dann durch einen Kaffeefilter durchjagen, wieder in die Flaschen abfüllen. Weil das kann man ja zum Frittieren öfters als einmal verwenden. Genau deswegen. Weil das wäre jetzt zu schade, einmal machen und dann wegkippen. Wenn man eine Fritte hat, kann man es ja in der Fritte drin lassen. Wir müssen das jetzt in einem Topf machen.
Aber ich denke, das Ergebnis wird genauso gut werden. Dann schalte ich schon mal den Herd hier ein. Erst einmal auf Stufe 3. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir hier auf Temperatur kommen. Ich bin da jetzt einmal am Anfang relativ vorsichtig. Wir wollen ja nicht unbedingt die Bude in Brand setzen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, ich hätte einen etwas schmäleren Topf gehabt und ein bisschen höher. Dann wäre die Füllmenge auch etwas höher gewesen. Das ist jetzt dann auch der Grund, warum ich diese Corn Dogs oder diese Hotdog-Würstchen auseinanderschneide und nur kleine mache. Mit einer ordentlichen Fritteuse, wo man es komplett reinlegen kann, kann man natürlich dann komplette machen. Ich werde mit meinem Thermometer die Temperatur überprüfen. 720 Grad, da sind wir noch weit weg von 170. Ja, und wenn das dann bei 170 Grad ist, schaue ich, dass ich die Temperatur halten kann. Und dann sehen wir uns hier drüben wieder. Aber jetzt gehen wir zuerst mal wieder auf die andere Seite. So Leute, um die Masse dann, die Würstchen bzw. mein Twinkie da drin sauber zu drehen und zu wenden, brauchen wir jetzt ein schönes Glas. Und ich habe mich für mein Doppelglas entschieden. Das hat die besten Maße dafür. Da fülle ich jetzt vorsichtig meine Masse ein. Schauen wir mal, ob wir sogar alles reinkriegen. Das wäre ja fast schon nahezu perfekt. Nee, glaube ich nicht. Oder doch? Tja, ziemlich randvoll. Was ich jetzt vergessen habe, ich muss ja dann nachher was eintauchen. Aber dann haben wir halt ein bisschen Sauerei. Dann ist es so. Ja, mal den Teig hier probieren. Ja. Gut, dann abwarten, bis Frittenöl heiß ist und dann geht's weiter. Bei 166 Grad sind wir mittlerweile. Fangen wir mal hier mit dem Würstchen an. Also wie gesagt, ich mache jetzt kleinere, dass ich die komplett rein bekomme in den Topf. Wenn wir nachher längeres machen sollten, dann muss ich halt den Spieß ein bisschen kürzen. Dann können wir sie auch komplett neu schmeißen. So. Das wäre jetzt die erste Runde. Aufspießen. Ein bisschen im Mehl wenden. Wieso habe ich da keinen flachen Teller genommen, Spatzel? Ich habe gesagt, du sollst einen hohen nehmen, gell? Meine Schuld dieses Mal. Tja. Und so gehen wir dann rüber, weil ich habe das Glas drüben hingestellt und ich bereite sie jetzt mal alle vor und dann sehen wir uns drüben am Herd wieder. So, die 170 Grad werden erreicht. Und dann probieren wir das Ganze jetzt einmal aus. Und jetzt ist natürlich der Trick mit dem hohen Glas. Da kann man die Teile schön rein. Und das Ganze nochmal. Ein bisschen abtropfen lassen. Und dann rein ins Fett. Oder ins Öl. Dann können wir die so drin schwimmen lassen. Und das mache ich jetzt mit allen. Dann schauen wir mal hinterher, was dabei rauskommt. Das war jetzt eben auch mein Plan, dass ich die nachher von außen mit dem Stäbli drehen kann. Damit die rundum schön Farbe annehmen. Wenn es denn irgendwie klappt. Ich
Die Biester schwimmen tatsächlich oben. Und natürlich mit der hellen Seite nach oben jedes Mal, als ob sie mich direkt ärgern wollen. Ich krieg gleich die Krise. Ja, immer noch gut bei 170 Grad. Wunderbar. Funktioniert, passt hervorragend. Komm, ich will jetzt die andere Seite auch noch braun und knusprig haben. Ich sie halt fest. Aber es funktioniert, Leute, es funktioniert wirklich. Ich muss schon mal den ersten runter, raus. Auf ein Krückenkrepp, damit das Öl ein bisschen abgesaugt wird. Und je nach Bräunung und Färbung tue ich die Yoshis dann hier raus. Also wie gesagt, ich habe den Herd auf Stufe 3 gestellt, reicht vollkommen aus, heizt hoch genug. Dann kann man sowas machen, ohne jetzt in Panik zu geraten, dass einen das Öl überkocht oder sonstiges. So. Ich mache mir jetzt hier die Sauerei mit Senf und Ketchup. Na. Na, okay, das ist Sauerei. Naja, dann machen wir zwei Häufle auf dem Teller, dann kann man es nachher eintauchen. Tja, und probierele. Weil, bevor ich jetzt Spatzel, Alina und Besuch hier vergifte, probiere ich es nämlich erstmal selber. Corn Dog. Okay. Ich würde empfehlen, auf alle Fälle Schälchen mit Ketchup, Senf wirklich hinzustellen, dass man zwischendrin noch nachtunken kann. Aber es ist geil. Soderle! Und dasselbe probiere ich jetzt mit dem Twinkie aus. Sozusagen ein Fried Twinkie im Corn Dog Teig. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, aber rein theoretisch sollte das ja auch funktionieren. Gerade, gerade, gerade. So. Dann bestäuben wir auch das Twinkie mit ein bisschen Mehl. Das Ding ist eh so extrem klebrig, da sollte das Mehl sehr gut dran haften. Tja, und dann können wir mit dem Twinkie schon rüber zum Teig gehen. Oder nee, meine Temperaturüberwachung sagt jetzt fast 180 Grad, also ich habe den Herd auch schon gut runtergedreht. Tja, und jetzt hier unseren Twinkie. Oh, das ist ein bisschen schwieriger jetzt, weil der ziemlich lose hier dran hängt. Aber ich habe ja hier noch, dann überschütten wir den mit dem Teig. Hm.
mit den Twinkies nicht ganz so einfach. Muss ich gerade feststellen und sagen. Aber der braucht auch überall Teig. Hilfe. Also jetzt kommen wir in den Bereich der Sauerei. Dann schmeiße ich den Twinkie einfach hier rein. Runter jetzt hier und rein da. Noch ein bisschen bevor ich umziehen kann. Ja, man merkt, dass das Öl ein bisschen wärmer ist. Also da ist eine Temperaturüberwachung wirklich sinnvoll. 170 Grad haben sich als hervorragend erwiesen. Haben wir noch knapp 180. So, raus mit dem Teil, kurz abtropfen lassen und dann sehen wir uns wieder drüben. So, da haben wir jetzt liegen den Yoshi. Hier kommt noch lecker Ahornsirup drüber. Haben wir noch einen Puderzucker? Mein Puderzuckerstreuer. Und fertig ist der Fried Twinkie. Und jetzt schneiden wir den noch zusammen auf und dann probieren wir den. So. Sieht das gut aus. Yummy. Bitteschön. Oh, es ist heiß. Ich habe es auch noch nicht so gegessen. Ein Twinkie. Ein Prösterchen. Heiß. Heiß, ja. Aber sonst sind Twinkies noch besser genießbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
eine süße Variante. Wie als Kuchen. Geil. Aber schmeckt lecker. Mhm. Richtig, richtig geil. Gut. Ich mache jetzt noch ein paar von den Corn Dogs. Da essen wir uns dran satt heute noch, oder? Ja. Und später dann irgendwann einmal, wenn wir uns wieder vor die Kamera kugeln, sprechen wir noch schwarz. Ich glaube, es gibt noch Fried-Akku. Der blöde Hund ist schon wieder leer. Aber ich habe jetzt spaßeshalber gesagt, weil noch Ding übrig ist, Teig, Freut Zitrone und so, und dann habe ich den Apfel gesehen und spatzel ruckzuck Apfelstücke gemacht, aber die reichen nicht. Natürlich reichen die. Mm. Das heißt, ein Apfel mit Ahornsirup drauf, so meinte ich das, mein Schatz. Nicht so klein, nicht so klein machen. Ja, okay. Reicht doch. Ja. Ich wollte jetzt nur die... Dann ein bisschen in Mehl wenden. Müssen wir, dass der Teig besser hebt. Ja, und dann probieren wir das auch noch aus und das Ergebnis zeigen wir euch dann auch noch. Ja, und dann die vielleicht weltersten Fried Apple. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Die beträufeln wir jetzt auch wieder schön mit Ahornsirup. Jede Menge und das reichlich. Der dreht sich hier schon auf seinem eigenen Stiel. Klar, von dem vielen Ahornsirup sieht man jetzt gleich vom Zucker gar nichts mehr. Aber weil es so schön war, haben wir jetzt noch ein bisschen Zimt drüber. Und dann sage ich mal ab in den Hals. Boah, geil. Und das lassen wir uns jetzt auch noch schmecken. Oh, es tropft. Jo. An Gurten. Aufpassen, könnte heiß werden. Mm. Lecker. Schön noch in der Zimt-Ahorn-Zuckermischung, Ahorn-Sirup-Mischung wenden und wemsen oder wie so ähnlich. Oh. Mmh. Ich habe meinen Apfel auch rausgeklaut. Lecker. Aber auch der Teig ist lecker. Mhm. Der schmeckt doch bestimmt, wenn er abgekühlt ist. Den restlichen Teig habe ich noch ins Ölbad reintropfen lassen, reingeschüttet reintropfen lassen und dann gibt es lauter so Boller. Und die kann man nebenbei wegknuspern. Na. Sprich. Sprich? Ja. Fazit. Die Corn Dogs, die waren richtig mega lecker. Und? Und einfach zu. Hast du gut gemacht, mein Schatz. Habe ich gut gemacht? Ja. Und? Und? Die Corn Dogs im Prinzip sehr einfach zu machen. Wollte ich sagen dazu. Mit dem Öl im Topf, wenn man da ein bisschen aufpasst, nicht zu hoch schaltet, sich Zeit lässt, bis das Öl erhitzt, kann man relativ gut die Hitze einstellen. Hat wunderbar geklappt, aber man muss wirklich aufpassen. Also ja, nicht zu hoch schalten. Ja, das mit den Corn Dogs hat sehr gut geklappt. Wunderbar, ich bin begeistert. Schmecken auch richtig, richtig lecker. Aber was noch richtig geil ist einmal Twinkie
Ja. Ey Leute, das hat irgendwie gar nicht mal so nach Twinkie geschmeckt, sondern richtig genial. Wie ein warmer Kuchen. Ja, richtig, richtig genial. Und ganz am Schluss noch die Fried Apple, frittierten Apfel. Ey, das war mal ein geiles Apfelküchle. Ja. Mhm. Richtig, richtig geil. Also, wenn man da dann noch Teig übrig hat, da kann man so viele Sachen machen. Ich hätte ja am liebsten auch noch eine Banane drin eingetunkt, aber da haben wir leider keine da gehabt. Ja, also, da kann man unendlich viele Sachen machen. Mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Mir hat es lecker geschmeckt und wenn ich da drüben so gucke, haben wir noch ein paar Corn Dogs übrig. Die werden halt dann kalt vernascht. Ganz einfach. Ja. Ja, in dem Sinne war es das mit diesem Video. Wenn es Spaß gemacht hat, wenn es gefallen hat, Leute, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo wird uns freuen. Und in dem Sinne sagen wir mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.